Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls. Heute gibt es mal wieder einen Healthy Shot. Und ich habe mir heute für diesen Healthy Shot ein Wunschthema von meiner Community rausgesucht, denn es kam immer wieder die Frage auf: Kerstin, gibt es denn nicht so Powerstoffe, die man einfach mal so ganz schnell irgendwie zu sich nehmen kann und die machen ganz viel im Körper und die sind super gesund und die, ja, können einfach unglaublich viel. Und diese Stoffe gibt es in der Tat und heute habe ich dir die Ginsengwurzel rausgesucht, denn darüber wissen die meisten Menschen relativ wenig. Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich ab und zu mal schon dieses Pulver benutzt habe und habe das mal so reingestreut in das eine oder andere, was ich mir gezaubert habe. Aber es gibt wirklich Menschen, die schwören auf die Ginsengwurzel. Und das zu Recht, denn in der traditionell asiatischen Medizin gehört Ginseng ja somit zu den ältesten Naturheilmitteln. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Wurzel angeguckt hast. Die sieht ja schon ein bisschen aus wie so ein, naja, wie so ein außerirdisches Etwas, ja. Man nennt das Ding übrigens auch Menschenwurzel, weil es angeblich dem Menschen so ähnlich ist. Naja, gut. Also eher wie ein Außerirdischer, würde ich mal sagen. Also seit 5000 Jahren, und das ist ja schon eine ganz, ganz schön lange Zeit, benutzen die Asiaten das und Ginseng ist eben auch super, super bekannt, weil es eben auch so unglaubliche Wirkung hat. Und da möchte ich dir heute mal die wahrscheinlich zwei, drei wichtigsten eben nennen in diesem Healthy Shot. Aber bevor ich drauf eingehe und was du mit diesem Ginseng anstellen kannst, will ich dir natürlich noch mal ganz kurz sagen, wo der überhaupt herkommt, wo der wächst und was das Besondere ist. Nämlich, der kommt aus China, Japan, Korea und aus der sibirischen Taiga. Also auch da wächst der Ginseng. Und das Besondere ist bei dem, der stärkt sowohl die geistige wie eben auch die körperliche Gesundheit und ist also ein echtes Kraftpaket. Und wie kommt das jetzt? Ginseng enthält 30 Ginsengoside. Ja, kein einfaches Wort. Und die verbinden sich dann eben auch mit den Mineralien und Enzymen, und zwar aus dem Boden. Das Ding steckt nämlich 6 Jahre lang. 6 Jahre lang in Mutter Erde, bevor es dann tatsächlich geerntet werden kann. Und in diesen 6 Jahren scheint wohl auch dieses Würzelchen zu so einem richtigen Kraftpaket heranzuwachsen und hat jetzt etwas ganz Besonderes. Und das Erste, was so besonders ist, sind die Antioxidantien. Und ich habe das schon öfter erwähnt, dass bei einem ORAC-Wert, und der ORAC-Wert ist der Wert, der ja darüber aussagt, wie stark ist die antioxidative Kapazität eines Nahrungsmittels. Und ORAC heißt übersetzt, das kommt aus dem Englischen, Oxygen Radical Absorb Capacity. Also auf gut Deutsch, wie hoch ist die antioxidative Kapazität eines Nahrungsmittels. Und bei einem Wert von 100.000 spricht man schon von super Antioxidantien. Ja, also das ist schon eine Superlative. Und Ginseng hat 300.000. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und aber das Besondere, und das ist eigentlich der Grund, warum Ginseng so gehypt wird und warum das so ein Heilmittel ist: Ginseng zählt zu den sogenannten Adaptogenen. Und das heißt so viel wie: Ginseng kann sich anpassen. Und das will ich dir ganz kurz erklären. Denn Ginseng schafft etwas, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich das so noch nicht gelesen bzw. gelernt, gehört habe bei anderen Nahrungsmitteln. Ginseng kann zugleich anregend, aber auch beruhigend sein. Das heißt, diese besonderen Stoffe, die da drin sind, also diese Ginsenoside, die rennen quasi dorthin, wo du gerade bedürftig bist. Also um das jetzt mal bildlich darzustellen. Das heißt, bist du total schlapp und brauchst Energie, ist Ginseng anregend. Wenn du aber so ein Stresslevel hast und du bist extrem, ja, ich sag jetzt mal durch den Stress halt hochtourig unterwegs und kommst nicht mehr runter, dann wirkt dieser Ginseng, also dieses Adaptogen, also dieses anpassende, tolle Wunderwerk,
eben auch genau beruhigend. Also ist so ein bisschen, dass es den Schalter ein- und ausschaltet, genau da, wo du es in dem Moment eben auch brauchst. Und das ist das Besondere. Und ich liebe es ja eben auch, wenn die Wissenschaftler mal ein bisschen anfangen, darüber Studien zu machen, weil mich das einfach interessiert. Bringt das wirklich was oder ist das einfach nur eine überlieferte, ich sag jetzt mal, sagenumwobene, ja, Geschichte über den Ginseng? Und in der Tat, es gibt so viele Studien und man hat Studien gemacht, zum Beispiel bei Gicht und Rheuma, aber auch bei MS, also Multiple Sklerose, aber auch bei Diabetes oder bei dem Erschöpfungssyndrom, bei Krebs und so weiter. Und siehe da, man konnte wirklich enorme Erfolge erzielen durch Ginseng. Ja, was kannst du jetzt damit anstellen? Du könntest jetzt mal in deinem Bekanntenkreis fragen, das ist nämlich wirklich die Superlative, ob es irgendjemand gibt, der nach China reist. Denn wenn du in der Tat mal so einen Menschen hast oder der fliegt vielleicht nach Japan, Korea oder in die sibirische Taiga, wie du vorhin gehört hast, dann könnte der dir mal sowas mitbringen. Denn das ist natürlich wie ein kleines Schatzkästchen und das kannst du benutzen in vielfältiger Weise, eben auch wie bei Ingwer, aber wer kommt da eben schon dran? Und die meisten konsumieren das in Form von Pulver und streuen sich das dann in dem Fall über ihren Obstsalat oder die streuen sich das eben in einen Tee hinein oder wie auch immer. Oder du nimmst es eben in Kapselform. Also du hast es bestimmt auch schon mitbekommen, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan geworden von Ethnohealth. Ethnohealth, die machen ja keine normale Nahrungsergänzungsmedizin. Jetzt habe ich schon fast gesagt, keine normale Ergänzungsmittel, sondern das ist Naturmedizin. Und das Faszinierende in dem Podcast-Interview mit Dr. Hobart, was war auch ganz faszinierend für mich, der 30 Jahre lang auf der ganzen Welt unterwegs war und hat also dann wirklich geforscht in Tibet und bei den Aborigines und so weiter. Was haben die wirklich für Heilrezepte? Findet sich natürlich auch in dieser Ethnomedizin Ginseng. Und ich bringe dir das hier ja auch nochmal in die Shownotes mit rein. Und auch nochmal ein Ginseng-Produkt, was ich für dich recherchiert habe, was vielleicht auch spannend sein könnte für dich. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir mal deine Erfahrungsberichte schreibst, auch gerne bei Instagram, auch bei Facebook, egal wo du diesen Podcast eben auch hörst. Du findest mich überall, denn Ginseng ist etwas, das nehmen nur wenig Menschen. Und falls du Ginseng schon häufiger benutzt und eben in deinen, ja, ich sag jetzt mal, Plan integriert hast, in deinen Ernährungsplan, würde mich das total freuen, von dir zu hören, wie deine Erfahrungswerte zu diesem Power-Paket, zu dieser Powerwurzel Ginseng sind. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, übrigens, Ginseng bekommst du auch in jedem Reformhaus, ja? Also die Reformhäuser führen das immer. Also fast immer, zumindest bei uns in Königstein. Aber da gibt's ja noch mehr Reformhäuser in Deutschland, ja. Die sind ja eine Kette oder es ist ja eine Kette. Das heißt, die werden das da auch führen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Schreib mir von deinen Erfahrungsberichten gerne. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Von Herzen nur das Allerbeste für dich. Deine Kerstin.